Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, beim letzten Mal haben wir hier unsere kleine schöne Plastikproduktion angefangen zu erweitern. Und in der heutigen Folge werden wir darauf aufbauen. Jetzt ist natürlich die Sache, wir müssen hier dementsprechend umbauen, damit wir überhaupt wohin kommen. Und das wird wahrscheinlich der spannendste Teil in dem Fall. Denn wir müssen das ganze System natürlich ein bisschen, ja, nennen wir es mal, umbauen. Hier gibt es ja natürlich ein, zwei Stellschrauben, an denen wir drehen können. Dazu werden wir hier bei den Kollegen schon mal ein bisschen umbauen anfangen. Und das Ganze ein bisschen verengen. Weil wir müssen ja auch eigentlich auch hier schauen, dass sich die Produktion natürlich gut lohnt. Plastik läuft ja schon, das muss man ja auch sagen. Plastik ist ja mittlerweile gut unterwegs. Aber wir wollen es natürlich verbessern. Fangen wir doch einfach gleich hier an. Wenn ich hier drüber gehe und hier vielleicht... Naja, es ist eigentlich schon schlau. Weil dann könnte ich hier, wenn ich das mittig platziere oder noch runter platziere, vielleicht hier eins, zwei Lager hinstellen. Dann kann das hier zwischengelagert werden. Das können wir ja schon mal planen. Förderband 3, oder? Ja. Wie sind nochmal hier die Dinger? Eins nach oben, okay. So. Ich reiße jetzt von dem Kollegen das einmal ab. So, und dann flaches Förderband von hier da dran anstecken. Das mal fertig konstruieren. Und dann kommt auch schon der nächste Streich. Denn in dem Fall geht es um die Leitung hier. Das ist eine 1er. Wir stecken mal hier oben das Ding ab. Dankeschön. Nee, so will ich das nicht unbedingt. Der soll dann hier anschließen. Wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir das Ganze während der Produktion machen. Ne? Das ist ja das Highlight eigentlich an der Sache jetzt. Schnell entfernen. Wir müssen natürlich die Leitung jetzt auch leer kriegen. Das kann auch eine Sekunde dauern, glaube ich. Also geht gar nicht, weil... Hier läuft ja nichts raus. So, warte mal. Wenn sich das jetzt bewegt, dann sollte doch hoffentlich... Nein. Gut, dann müssen wir es halt erst abreißen. Ist ja in dem Fall auch wurscht. Dann setzen wir dich zurück bis auf... Wohin? Fütterzirke anschließen. Hierhin. Dieses ganze Leitungsschmeicheln hier. So. Schaut jetzt zwar nicht mehr so schön wie am Anfang aus, aber sollte genauso funktional am Ende sein. Und das ist ja eigentlich das Ziel, ne? Habe ich hier eigentlich gerade irgendwas verändert? Nö. Schaut, sah nur so weird aus. Okay. Dann machen wir hier zwei Zwischenlager rein. Und so auf der Entfernung. So. Und setzen dementsprechend hier zwei flache Aufzüge rein.
Flippen wir natürlich, rotaten wir. Perfekt, und damit sagt er uns auch schon, wie hoch wir gehen müssen, um das Ganze zu realisieren. Und natürlich gibt es hier gleich vom flachen Förderband auch einen Einzug. Und schon hätten wir das flache Förderband erledigt. So, jetzt muss ich zum Beispiel einmal ganz tapfer hier runtergehen, um an die Leitung anzuschließen. Simpler Grund. Ich will den Verteiler hier natürlich so möglichst wie gut zu verwenden wissen. Und wenn ich den hier abschalten kann, in dem Fall zum Beispiel schon mal, dann ist das vorteilhaft. Achso. Nein, aus. Und aus. Schaut jetzt natürlich schlimm aus im ersten Moment, aber ich sag euch, das wird relativ grandios. Denn mit der Befreiung von der Fläche hier. So, schnell entfernen. Kriegen wir natürlich um einiges mehr, sagen wir mal, frei insgesamt. Und das Ganze nutzen wir jetzt dann hier, wo in Zukunft die ganze Produktion hinkommt. Und da kommt auch ein großes Lager für die ganzen Elektronik-Zweiteile hin. Und zwar Idee, wir haben hier drei verschiedene Sachen. Einmal brauchen wir natürlich die Kabelitis, die werden auch dann von anders bezogen, oder das ist auch kein Problem. Die Teile hier, die wir hier produzieren, die kommen natürlich dann von hier drüben noch weiterhin her. Und das Ganze wird aber ein bisschen anders laufen. Und zwar werden wir das jetzt hier wie folgt machen. Ich ziehe ja dann trotzdem noch ein zweites Kabel, das dann über die zweite Leitung rauskommt. Das ist auf jeden Fall keine Sorge. So, wir werden jetzt... So. Ich sag da auch nicht so, ne? Ich liebe dieses so. Hier mit einem schönen 2-Abstand. Mal kopieren. Ja, das ist doch ganz in Ordnung. Das ist ganz in Ordnung. Und dann brauchen wir jetzt da dran drei verschiedene Höhen an flachen Aufzügen, weil es sind ja alles flache Sachen, genau. Jetzt bin ich verwirrt. Also bedeutet 1. Rotate. 1 rauf. Flip. Nein. Rotate. So. Und das Ganze kopieren wir uns natürlich jetzt. Weil wir so natürlich weniger Platz brauchen in der Tiefe, ne? Das ist die ganze Sache. Und die Idee ist dahinter, dass da auch so ein Viererblock jetzt hinkommt. Der sollte uns dann nicht auch guten Dämpfer geben. So. Wir kopieren natürlich. Ich weiß gar nicht, ob hier aus ist. Ja, ist aus. Und das Ganze geht jetzt hier rein. Und jetzt halt gerade nur, damit ich sozusagen weniger Probleme habe, wenn wir ein flaches Förderband hier lang schließen. Ich hoffe, ich kann das jetzt. Warte, das war R? Nee. Das war Shift. Nee, Shift. Dann machen wir es so, meinetwegen. Ich will ja sozusagen nur jetzt gerade der Fläche ein bisschen ausweichen, damit ich arbeiten dran kann. Das ist der ganze Sinn hier hinter. Sonst kein Hintergedanke daran. Es soll nur alles gebaut werden können. Ach, die stehen auf Pause, deswegen.
So, dann fangen wir doch gleich mit dem mit der ersten Zutat an, die ich schon wieder suchen muss, weil ich nicht weiß, wo die herkommt. Die kommt von hier ganz drüben. Okay. Bedeutet flacher Aufzug. Ich setze natürlich jetzt in dem Fall hier wieder auf Hochgeschwindigkeitssachen. Aber das sollte keinen hier, hoffe ich, stören. Der Vorteil ist natürlich dadurch, dass ich das jetzt so baue zum Beispiel, dass einfach das wesentlich kompakter ist, wir hier vorne noch Fläche, um einiges mehr Fläche frei kriegen und ich hoffe jedoch noch eine kleine Zwischenanlage für bestimmte Teile krieg. Weil du produzierst jetzt 48 und ihr braucht jeweils 24. Wenn ich also zwei baue, sollte ich ein Zwischenlager wenigstens produzieren können. Und das wäre ja, nennen wir es mal, sehr, sehr schön. Und wenn ich das eine nur ein Lager nur einseitig mache, mir auch wurscht. Gut, wir produzieren oder wir lagern hier schon die ersten Teile ein. Wobei die Lieferung hier fragwürdig ist, weil es noch nicht auf Förderband 3 verbessert wurde. Das würde ich mal zu allen Sachen machen, die hier. Ich müsste wahrscheinlich alle mal verbessern, das schaut auch so aus, ne? Hier ist noch ein Slow. Oh, das ist noch ein Förderband 1. Oh, das macht es natürlich ganz langsam, ne? Da finden wir dann auch wieder Schwachpunkte im ganzen System, was man sich mal gebaut hat. So, okay. Bedeutet, den Teil haben wir schon mal erledigt. Dann muss ich als nächstes natürlich irgendwie euch rüberschleusen. Das könnte wahrscheinlich der spannendste Teil werden, weil ich das Zeug rüberschleusen muss. Oder ich schaue erst, dass ich dich schleuse. Vielleicht noch schlauer, den einen Teil erst schleusen anfangen. Ja, da lohnt sich's nicht. Und zack. Eine schöne neue Anlage, würde ich aber sagen. Langsam wird das Ganze. Man darf natürlich nicht vergessen, der Bereich hier ist eigentlich komplett unnötig. Und wenn ich das natürlich noch vielleicht ein bisschen rüberrücken würde, hätte ich natürlich noch ein bisschen mehr Space. Vielleicht wäre das gar nicht so doof. Euch nochmal auf die Schnelle abreißen. Das ganze Lagersystem nochmal um eins verschieben. Weil wir dann einfach mehr Fläche rauskriegen. Der ganze Grund hinter. Und ich kann natürlich jetzt hier direkt nochmal alles soweit vorbereiten. Und ja, ich nutze Dreier. Ist ja nicht so schlimm, ganz ehrlich. Wir sind in einem Zeitalter gleich. Könnte ich dauernd das Dreier nutzen und das macht einfach nichts aus. Aus, aus. Du bist eh aus, aus und du bist auch aus, aus, bitte. Priorität auf die Mitte,
Priorität auf die Mitte. Gut. So, Priorität ist auf beide Fronten gesetzt, bitte. Weil dann tun wir jetzt schon beladen anfangen. Und dann geben wir dem System jetzt schon die Satisfaction, die es braucht. Gut, und als nächstes musste ich nur noch was von dir abzwacken. Schaut zwar jetzt das erste doof aus, wird sich aber nochmal ändern, der Teil, weil natürlich in dem Fall wir hier schauen, dass wir hier so gut wie möglich drüber kommen. Gewährte Position nicht gefunden, was ey? Die findest du. Gut, dann findest du jetzt die auch. Oh, da war was. Kein Problem, das ändern wir in der Zukunft. So, und jetzt sehen wir schon mal, dass das Plastik hier sich anfängt zu befüllen, obwohl wir genug haben. Das ist natürlich schön zu sehen, dass das System auch gut funktioniert. Jetzt kann ich hier zum Beispiel hier auch schon sagen, hey, ich nehme einen flachen Förderbandaufzug. Setz den 2 hoch. Nimm da dasselbe Förderband wie hier, flaches Förderband 2. Und bau das schon dran. Dann hätten wir nicht hier schon rein theoretisch einen Anschluss. Und wir könnten das hier entfernen anfangen. Und somit machen wir jetzt Stück für Stück diese Fläche frei, die wir ja umwandeln wollen. Was ja nicht immer unbedingt einfach ist. So, die Kollegen fangen jetzt auch schon an zu arbeiten. Das bedeutet, dich könnte ich eigentlich schon abstecken. Dann könnte ich hier den ersten Kollegen wegschmeißen. Dich weg. Und dich weg. Und dann wird es schon langsam frei. Wir pausieren vielleicht nochmal das kurz. Das Schöne ist ja zu sehen, dass hier sozusagen sich das ganze Zeug eher staut. Das finde ich sehr, sehr schön zum Anschauen gerade. Gut. Und dann cutten wir auch mal hier die Verbindung und hier die letzte Verbindung. Was dann dazu führt, dass ich die hier abreiße. Dich hier und den Rest hier. Und dann geben wir das alles frei, was wir wegschmeißen wollen. Perfekt. Schon können wir auch hier die gewünschte Kurve einbauen, die eigentlich hier angedacht ist. Und schnell liefern. Und schon wird der Bereich auch frei.
Und so wird jetzt auch Stück für Stück das Ganze hier frei. Das ist super schön zu sehen, dass das so gut funktioniert. Es kommen natürlich so ein, zwei Challenges auf uns zu. Wie zum Beispiel nicht das Falsche abzureißen. So, das schaut schon mal gut aus. Und das Lager, Zwischenlager ist ja auch bummvoll zum Beispiel. Das ist schön zu sehen. Ich glaube, dass es hier aber sonst zu eng wird. Ich glaube, wir machen hier nur eine Reihe. Ah, muss ich nochmal auch schnell ein bisschen nach hinten setzen. Obwohl, ich glaube, ich könnte dich sogar so platzieren. Das sollte auch kein Problem sein. Nein, falsch. Genau, wir müssen als erstes hier ein flaches Förderband platzieren. Und dadurch, dass das nur einseitig ist, gleich sollte ich das auch so platzieren können, ohne Probleme. Mach dann hier eine rote Verbindung hoch. Hier eine Verbindung rein. Hier eine Verbindung dann vor. Wir setzen beziehungsweise dich auf Priorität. So. Und jetzt machen wir den Stand hoch 10. Also neben dem, dass wir das hier ausschalten alles, weil geht keiner darf hier ran. Drehen wir erstens die Bänder hier um. Wir drehen die Verbindung zu. Entfernen einmal die hier. Und bauen dann noch hier so ein Lager hin. Gut, und hier geht jetzt eins davon flach hier hin. Anbindung natürlich rot. Dich drehen wir. Hier auch schnelles Liefern, huhu. So, und hier schließen wir dich an. Schau dir mal an, wie voll die Lager jetzt schon sind. Und dann schließen wir dich ab. Und da kommt jetzt noch der kleine Trick dazu, also nicht gleich Panik kriegen, dass ich hier was mache, was blöd ist. Da kommt noch ein kleiner Trick. So. Jetzt füllen wir natürlich erstmal hier hinten auch auf. Das Lager muss natürlich voll werden und wir wollen die Fläche kriegen, die wir eigentlich brauchen für alles. Deswegen müssen wir halt Stück für Stück alles moven anfangen und halt schauen, wie wir am besten was bewegen. Das ist, denke ich, hier so die größte Herausforderung, zu schauen, wie man was bewegt. Und das, glaube ich, geht gerade ganz gut. Wenn du siehst, hier haben wir rein theoretisch auch ein Zwischenlager und jetzt rein theoretisch haben wir das hier. Wenn das passiert, kann ich mich ja hier schon mal um den nächsten Part kümmern. Einmal schnell liefern. Einmal ein flaches Förderband.
Schnell liefern. Abreißen. Und dem die Prio geben. Das entfernen. Nein. Genau. Und so wird das dann angeschlossen. Gut, jetzt ist das Lager leer. Bedeutet, wir entfernen den ganzen Hiopai. Jetzt sehen wir natürlich auch, wie gut unser Standby ist, ne? Das ist eine Sache, die siehst du ja sonst eigentlich nicht wirklich. Und jetzt kommt der ganze Trick, den ich hier eigentlich machen möchte. Ich möchte hier noch ein Gegenlager machen. Obwohl, das könnte ich vielleicht ein bisschen höher platzieren. Ist das schon zu hoch? Ich glaube fast. Dann machen wir es natürlich komplett gleich. So. Da das jetzt nicht die größte Produktionsmasse ist, kriegt es auch so ein kleines Lager und soll dementsprechend laufen. Die Sache ist, ich bin gerade nur beim Überlegen, wie ich das am besten weiter oder aufstelle. Weil jetzt ist der Punkt, wo ich sagen muss, okay, jetzt muss mein Zwischenlager reichen. Und ich glaube, darauf muss ich jetzt auch setzen kurz. Und zwar einmal hier abreißen. Einmal hier komplett abreißen. Auch hier einmal komplett abreißen. Ist natürlich jetzt eine ganze tricky Situation. Achso, das war die Glasleitung, okay, die ich hier gebracht habe. Gut. Aber wir schauen jetzt natürlich erstmal, dass wir das Glas hinkriegen, so wie es sein sollte. Dann müssen wir jetzt hier eine Kopieraktion starten, schnell. Kriegt hier hinten einen flachen Förderbandanschluss und du kriegst hier einen flachen Förderbandanschluss. Achso, shit, der liefert jetzt hier nach, weil er hier natürlich Lager ist, ne? So, jetzt leert sich das Lager hier. Hier können wir währenddessen mal das abreißen. Damit sich das dann auch richtig verbindet. Setzen dich hier hin. Du hier dran. Du hier dran. Gut, und... Ey, dich habe ich auch gesagt, du sollst noch gemacht werden.
dann ist sozusagen das System auch wieder fertig. Perfekt. Und jetzt heißt es nur, ich muss sozusagen das dann nochmal bauen. Aha. Robotische Montage. Kriege ich das hier so hin? Das wird, glaube ich, sehr, sehr eng. Reicht nicht eine Zweierproduktion rein, theoretisch? Ich brauche im Grunde nochmal dasselbe System, obwohl es reicht, wenn ich nur 1, 2 nehme. Also wenn ich euch hier beide kopiere. Dann kopieren, flippen und es wäre immer noch trotzdem eine höhere Produktionsrate, ne? Obwohl rein theoretisch wäre es natürlich schöner so. Und dann schließe ich hier so an. Dann könnte man zum Beispiel die nächste Höhe direkt Glas machen. Und was war das dritte von diesen komischen Zeugs, was wir jetzt produzieren? Wo ist denn das wieder? Leiter, Platin, Kupfer. Kupfer muss ja wieder angeliefert werden, ne? Hier nie Kupfer runtergeholt, wie Sauschaden, ne? Mach hier mal Förderband 2 Upgrade, auch gleich zu Förderband 3. Dann sehen wir besser, wo das schon mal geupgradet wurde. So, dann werden wir das nicht hier gleich machen. Flacher Förderbandaufzug. Ich muss hier rauskommen. Gut, dann machen wir einen Dreier hin. Und schon falsch gemacht, warte. Wir müssen dich nur flippen, damit du passt. Und dann schicken wir das Ganze doch mal in den Bau. Schauen wir mal. Priorität. Ah ne, fuck, falsch. Aus, du bist doppelt aus und du bist auch aus. Falsch rum. Okay, jetzt halt. Ah, und euch muss ich auch noch sagen. Aus und aus. Und aus und aus. Ihr seid alle drei aus. Gut. Dann sollte jetzt in dem Fall das ganze System sehr gut laufen. Und wir sollten hier auch gute Zwischenlager kriegen. Es ist auf jeden Fall um einiges dichter geworden. Viel mehr Lager als davor. Und wenn ich mir so anschaue, gleich sollten wir auch Massen rauskriegen nach einer Zeit. Und wir werden auch sehen, ob sich diese Leiterplatinen nach einer Zeit sammeln anfangen. Werden sie sicherlich, sobald halt hier zum Beispiel die Platinenlieferung auf Max ist. Aber ich finde, wir haben das gut umgebaut in der Folge. Es hat gut gepasst, auch vom Zeitlichen her, finde ich. Wir haben doch viel geschafft. Jetzt haben wir neue Elektronik 2. Das ist super, das finde ich sehr, sehr schön. Vor allem eine sogar vergrößerte Produktion. Ich glaube, ich könnte hier sogar noch eine reinmeschen, obwohl... Nee, wird zu eng.
wird zu eng. Aber ich glaube, 3 reichen für eine lange Zeit. Wir haben davor mit 2 gearbeitet, jetzt arbeiten wir sogar mit 3. Also die Produktionsrate müsste dementsprechend groß sein. Genau. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.